Wer in Norwegen dem Navi vertraut, der kann was erleben. Da auf der Autobahn viele Baustellen waren, wurden wir auf eine Straße gelotst, auf der man angeblich 80 fahren können sollte. Fragt sich nur wie. Nach 5 Stunden Flugzeit von Gran Canaria plus Check-in, Check-out und nach weiteren 8 Stunden Autofahrt kamen wir schließlich ziemlich gerädert in Farsund an. Da wir planten, von den Kanaren nach Norwegen auszuwandern, wollten wir uns auch den Süden anschauen. 2020 hatten wir uns bereits den Hardanger Fjord angeschaut. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, na, da nicht. Ja, super. Und da die erste Überraschung. Ein Spot, den ich mir vorher auf der Tiefenkarte ausgesucht hatte, war schon mit Uferanglern besetzt. Erfreulicherweise gaben sie uns den Spot aber frei, nachdem sie 2 Stunden dort nichts gefangen hatten. Und so konnten wir schon die ersten Makrelen für das Abendessen fangen. Nicht rucken, einfach zieh. Da runter kommen. Und dann jetzt mit einem Schwung. Hoch. Ach, du meine Güte, guck mal an hier. Kleinen Pollack. Warte mal, was ist denn das? Nee, du hast einen Köhler gefangen. Ich habe noch nie einen Köhler gefangen. Das ist ein kleiner Köhler. Das ist ja geil. Den lassen wir aber schwimmen, der ist zu klein. Ne? Ein Köhler ist das. Dann schmeiß mal zurück, gell? Ja, nicht, das sind Makrele. Die herrschen wir noch. Nein. Mach mal die roten Spitzen nach unten, Lula. Will ich das für dich mal hier? Oder willst du sie rausheben? Ja, das ist furchtbar. Nein, nein. Jetzt hoch. Und hoch über die Felsen. Über die Felsen ist wichtig. Über die Felsen. Bei unseren Wanderungen und Ausflügen hatte ich im Rucksack natürlich immer zur Sicherheit eine kleine Teleskoproute für meine Tochter und meine Reisesteckroute mit. Die Küstenstruktur auf der Südwestseite von Farsund erinnert eher an Norddeutschland, als an das, was man mit Norwegen verbindet. Heideland und schöne Sandstrände, sicher eine gute Zone für Blattfische oder Meerforellen. Letztere habe ich allerdings nicht mal springen sehen. Da, Papa, dein Pollack gefangen. So, okay, jetzt. Okay. Ja. Auch hier ist es gerade mal 4 Meter tief, doch Pollacks gab es hier jede Menge. Ja, zieh, Luna. Dein erster Pollack. Ich glaube, den kann man so noch rausheben. Komm mal hoch. Er hat sich ins Kraut reingefahren, ne? Fürs Essen konnte man in Farsund vom Ufer jedenfalls genug fangen. In und um Farsund herum gibt es viele alte deutsche Wehrmachtsstellungen zu besichtigen, die uns an die Besatzungszeit während des Dritten Reichs erinnern. Angesichts dieses geschichtlichen Hintergrunds sollte man bedenken, dass man nicht vorbehaltlos willkommen ist als Deutscher in Norwegen. Die Wanderroute zum Leuchtturm bietet einige Attraktionen, ist allerdings sehr anstrengend und nicht ganz ungefährlich. Belohnt wird man mit einem schönen Spot an einem Kai, an dem die große Stunde meiner Tochter schlug. Zieh. Ein großer Pollack, ach du Scheiße. Stopp, nicht weiter drehen. Nicht mehr. Ach du Scheiße. Warte, nicht rausziehen, oder nicht rausziehen. Bloß gegenhalten, dass er nicht ins Kraut geht. Die Schnur hält das nicht. Wanderer, die uns von oben am Leuchtturm aus beobachteten, applaudierten meiner Tochter zu dieser Leistung. Komm,
Sieh, oh, du hast einen großen dran. Was Großes, nicht zu stark ziehen, nicht zu stark ziehen. Ach du Scheiße. Was richtig Großes, was richtig Großes. Das ist wahrscheinlich ungefähr. Oh, der ist richtig groß. Doch dann kam der Härtetest. Mit 10er geflochtener Schnur, 30er Vorfach an einer Forellen- und Makrelenrute. Kannst du den Kescher unten schon mal bereit machen? Oh. Kannst du den keschern? Kannst du den keschern? Ja, jetzt ranziehen, vorsichtig ranziehen. Ja, Luna, das ist ja unglaublich. Ich muss ihn ziehen, Luna. Wahnsinn. Das ist ein Dorsch. Das ist ein Dorsch, aber was für ein... Was für eine Teamarbeit für uns Norwegen-Einsteiger. Wahnsinn. Ich hab den Dorsch gefangen. Boah. Aber einen großen, guten. Wahnsinn, nicht, dass er fällt. Halt ihn ruhig fest. Oh Gott. Halt fest. Ja, nicht so gut, was du denn dran. Normalerweise hat man am Ende einer Wanderung ja leichteres Gepäck. Hier hatte ich aber einige Kilo mehr zu schleppen. Wenn auch sehr leckere. Hier mal. Direkt vor unserem Ferienhaus lag ein wunderschöner See, der nach Hecht aussah. Ich bin erstmal vorsichtig und starte mit einem Eigenbaupopper, dem Pignus-Popper. Weil hier sind sehr viele Seerosen. Scheint flach zu sein. Aber wunderschön. So, jetzt habe ich eine Stunde gefischt. Es hat sich leider überhaupt nichts getan. Keinerlei Attacke, weder auf den Blinker noch auf den Popper. Einen Gummifisch habe ich zwischendurch durchgezogen, noch auf den Needlestick. Und ja, es ist sehr flach gewesen. Die ganze Seite hier etwa 3 Meter maximal in der Wurfweite, also auf 50 Meter Distanz. Später stellte sich heraus, dass es sich hier lediglich um einen Kühlwassersee eines Aluminiumwerks handelte. Also nichts mit Fisch. Viele Leute dürfte auch unsere Anreise hier in Norwegen interessieren, weil wir leben ja in den wilden Corona-Zeiten und wir haben den Oktober 21 und da gibt es ja für Europa und auch für Norwegen dieses Ampelsystem und das bedeutet bei Norwegen, bei Rot, ungentherapiert und ohne Test musst du hier 10 Tage in Quarantäne und Orange und Grün in diesem Ampelsystem darfst du hier ohne Quarantäne, ohne Gentherapie und ohne Test dich aufhalten. Beziehungsweise reisen. Das war eine ziemlich spannende Sache, weil der Staat Spanien ist tatsächlich rot eingestuft. Und ich wurde auch am Tag später angerufen von der norwegischen Behörde, weil wir kämen ja aus Spanien. Wir müssten eigentlich sofort in Quarantäne. Bis ich mir dann aufklärte, dass wir zwar aus dem Staat Spanien kommen, aus der Sonderzone, aber Gran Canaria. Und die Kanarischen Inseln sind als orange eingestuft. Und wir haben das Glück, uns hier aufhalten zu dürfen. Prima, oder? Anfang 2022 hat man in Norwegen alle Beschränkungen hinsichtlich dieser Atemwegserkrankung aufgehoben und stuft sie als normale Grippe ein. Die dem offenen Meer zugewandte Seite von Farsund zeigt viele schöne Strände, die zum Bade einladen. Jedenfalls mit 7 mm Neoprenanzug. Ich versuchte es hier auf Meerforelle oder was sonst noch so im flachen Wasser räubert. Leider ohne jeden Biss. Die Spots, die ich mir sonst noch so auf der tiefen Karte ausgesucht hatte, waren allesamt schwer zu erreichen. Echte Knochenbrecher. Abends konnte man überall, selbst in hüfttiefem Wasser, zwischen den Steinen Pollacks fangen.
Seehund, ich sag's dir nicht. Seehunde habe ich hier einige gesehen, leider in zu weiter Entfernung für gute Aufnahmen. Auch ein interessanter Spot. Wer macht Stellung scheinbar? Und eben hier in diesem Wäldchen ist ein Reh davon gesprungen. Mal antesten. Auch diese kleine Fjordbucht liegt direkt bei Farsund. Was man auf vielen meiner Aufnahmen nicht erkennen kann, überall um Farsund gibt es kleine Privathäfen, Industrie und Werften. Pollacks gibt es aber wie gesagt zahlreich, erinnert mich ein bisschen an die Rheinsander, die ja auch auf Industrieanlagen und zivilisierte Umgebung stehen. Auch gibt es Ende Oktober noch zahlreiche Makrelenschwärme, die an der Küste herumziehen. Pollacks und Makrelen, das sind hier im Oktober in Farsund wohl die häufigsten Fische. Die meisten verbinden mit Norwegen ja eher Wildnis und unberührte Natur. Und so versuchte ich auch um Farsund solche Spots zu finden. Schwieriger Spot, nicht nur ihn zu erreichen, sondern auch zu befischen. Diesen Köder kennt ihr vielleicht von einem Video von Gran Canaria, wo ich verschiedene Köder für Norwegen testete. Ah! Ah! Scheiße! Rute gebrochen! Ja, der Fisch war tatsächlich noch dran. Jetzt muss ich ihn mit der Handleine drillen. Ah, wird aber rarig. Ich geh mal gucken. Ah, ausgestiegen. Was? Ausgestiegen. Ah. Dies war nicht meine eigene Reiseroute, sondern eine identische Route, ja, die ich von einem Guiding-Gast geschenkt bekommen hatte. Die war ihm zuvor zerbrochen und ich hatte sie repariert, wie ich in einem anderen Video zeigte. Bis hierhin hat sie zumindest gehalten. Nun wollte meine Tochter die Ehre retten. Und tatsächlich, schon nach ein paar Würfen hatte sie wieder einen dicken Brocken an ihrer kleinen Teleskoprute. Aber auch sie hatte am Ende Pech, die Schnur hielt nicht. Ja, zweiter Tag am selben Spot. Gestern habe ich ja mit meiner Tochter einen ziemlich dicken Fisch verloren, beziehungsweise sie hat den Fisch verloren. Sie kann heute leider nicht mit dabei sein, weil wir haben uns alle leider eine Erkältung oder Corinna, wie das heißt, geholt. Und sie muss dann heute zu Hause bleiben. Und ich versuche halt den Blinker von gestern wiederzubekommen. Allerdings sind die Bedingungen weitaus schlechter. Ich habe Gegenwind, das Meer ist rauer und dann habe ich ja noch auf der Tiefenkarte gesehen, dass hier einige ziemlich blöde Fetznasen rausragen. Man muss ja also ordentlich powern, um den Fisch rauszubekommen, besonders wenn er halt entsprechende Größe hat. Ja, und genau das mache ich jetzt. Kein großer. Den habe ich jetzt nicht geholt. Aber hier muss man echt drillen, bis er abkommt. Ach, da war ich nicht. Das ist ein kleiner Fisch. Ah ja. Kleiner Pollack, der darf auch wieder schwimmen. Im Gegensatz zu Dorschen sind Pollacks wirklich richtig gute Kämpfer, die den Angler besonders in Ufernähe vor größere Probleme stellen können, da sie gezielt in Hindernisse flüchten. Ja,
schwierig. Der Köder aus meinem Video, den ich auf Gran Canaria getestet habe, er fängt dem auch. Guter Durchschnittsvorlack. Zum Schluss noch mal den Chisel durchführen. Mal schauen. Den von mir entwickelten Chiselur fische ich hier so, wie er eigentlich vorgesehen ist, also als Topwaterköder. Tatsächlich, an der Oberfläche auf Chisel, wer glaubt's denn? Ja, ist doch, verdammt, abgegangen. Man erkennt es auf den gezeigten Aufnahmen meist schlecht, aber beinahe an jedem ausrichtsreichen Spot sind Bojen versenkt, um Fischerboote festzumachen oder Krabbenkörper aufzustellen. Pollacks kann man zwar den ganzen Tag über fangen, aber abends nach Sonnenuntergang ist definitiv die Hauptbeißzeit. Das zeigen auch die riesigen Augen des Fisches. Das ist einfach der Köder Nummer 1 auf Pollack. Der Gummijig. Zu den idealen Ködern für Norwegen mache ich am Ende des Jahres noch ein Video. Schön, oder? Ich mag die. Wieder zurück. Am letzten Tag besichtigten wir noch die Insel Hitra im Nordwesten von Farsund. Auch hier eine große Bunkeranlage der Wehrmacht. Angeblich sollen sie das erste Klo mit Spülung auf die Insel gebracht haben. Eine Makrele, glaube ich. Makrele, na gut. Nee, ein kleiner Pollack, der arme Kerl. Auf der Rückfahrt mussten wir ein paar Minuten auf die Fähre warten. Zeit für ein paar Würfe. Wow, so wie ich hier, nur ich habe den zweimal gefangen. Komm schon, Papa, die Fähre. Papa, die Fähre, kommt schon, beeil dich. Bisschen. Und jetzt reicht weiter. Hast du was? Nee, da war ein größerer Fisch hinterher. Oh. Aber wir können jetzt nicht, die Fähre kommt. Da, guck, 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 guck. Was war das? Ich glaube, das war eine Meerforelle. Was ist eine Meerforelle? Aber Beeilung, die Fähre kommt! Fazit zum Uferangeln in Farsund. Die Gegend ist sehr abwechslungsreich, bietet Strände, steile Felsküsten und im Inland auch einige Lachsflüsse. Allerdings machte sie auf uns einen touristisch und auch industriell überlaufenden Eindruck. Die typische Einsamkeit und unberührte Natur, die wir in Norwegen suchten, konnten wir hier nicht finden. Daher haben wir uns für unsere Auswanderung einen anderen Ort ausgesucht, im Westen von Norwegen. Zu diesem Thema habe ich einige Videos in einer gesonderten Playlist. Bitte abonniert den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben.